Servus und hallo zusammen. Heute ein besonderes Vergnügen für mich in der Verkostung der Garrison Brothers Guadeloupe Release 2021 Texas Straight Bourbon Whisky. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder hier bei mir auf meinem Kanal Whisky Enjoy mit dabei bist bei einer neuen Verkostung von amerikanischem Whisky. Und ihr habt es schon im Thumbnail gesehen. Ich stelle euch heute wieder mal eine Abfüllung meiner persönlichen amerikanischen Lieblingsdestille Garrison Brothers vor. Und zwar handelt es sich um diese in 2021, also in Fall 2021 zum ersten Mal erschienene Garrison Brothers Guadeloupe Abfüllung. Was ist der Guadeloupe? Wir haben hier den normalen Spirit von Garrison Brothers in der Flasche. Also nicht in der Flasche. Wir haben hier eine Nachreifung in der Flasche. Gemacht ist dies aus dem normalen Garrison Brothers mit folgender Mash Bill, die ich hier gleich zu Anfangs einfließen lassen möchte. Und zwar sind hier 74% Organic Mais drin, 15% Organic Winter Wheat, also Winterweizen, und 11% Malted Barley. Alles aus regionalen Bauernhöfen, was in den USA, was in Texas so als regional bezeichnbar ist. Das ist so die Standard-Mash-Bill von Garrison Brothers. Und wir haben es hier mit einem Wheated Whisky zu tun, ganz klar. Und nun kommen wir zur Besonderheit des Guadeloupe. Er durfte nachreifen in original portugiesischen Ex-Portweinfässern. Hier wurden aus Portugal frische oder eben Ex, wie heißen die, Tawny Port Barrels nach Texas geholt. Der schon vorgereifte Spirit von Garrison Brothers eingefüllt und durfte hier noch eine geraume Zeit lagern. Hier kommen wir zum Alter des Garrison Brothers Whiskys. Er ist insgesamt 6 Jahre alt, er reifte 4 Jahre in frischer, amerikanischer und stark ausgebrannter Weißeiche, wurde danach in die Tawny Ports aus Portugal umgefüllt und durfte hier noch weitere 2 Jahre drin lagern. Wir haben es hier also mit einem 6-jährigen nachgereiften Texas Straight Bourbon Whiskys zu tun. Als ich gehört habe, dass diese Abfüllung auch zu uns hier nach Deutschland gekommen ist, konnte ich es zuerst gar nicht glauben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dieser Whisky ist dann über die eine oder andere Hürde gegangen. Importflüge, da es ja recht schnell gehen sollte, ist einer nach dem anderen, so wie ich es mitbekommen habe, gecancelt worden. Als die Ware dann zu uns in Deutschland angekommen ist, wurde auch noch ein Teil der Fracht gestohlen. Ob der Diebstahl hier bei uns in Deutschland oder schon, was wahrscheinlich ist, in den USA stattgefunden hat, weiß man nicht. Aber so ist ein weiterer Schwund dieser Abfüllung passiert. Aber es sind zum Glück einige Flaschen hier bei uns in Deutschland, hier bei uns in München bei Mike's Whiskyhandel angekommen. Und an dieser Stelle dafür danke. Hier spricht ganz klar der Garrison Brothers Fanboy, der schon ganz heiß drauf gewesen ist, diese Abfüllung hier zu probieren und auch hier für euch im Video zu probieren. Lasst mich zu den weiteren Eckdaten kommen. Alter habe ich euch gesagt, Mashbill habe ich euch gesagt. Der Garrison Brothers Guadeloupe ist mit 53,5 Volumenprozent, entspricht 107 amerikanischen Proof,
in die Flasche gekommen. Und er ist in die klassische Flasche gekommen, wie sie Garrison Brothers nun derzeit verwendet, mit dem derzeitigen Sternemblem. Hier kann man sehr schön Guadeloupe auch lesen. Man kann hier an der Seite, da ist immer alles ganz schön aufgelistet, auf der Flasche Food Grade Klasse 1, White Corn steht drauf, From Farms in South Texas ist das Getreide, das hier verwendet worden ist. Ich habe hier die Bottle Nummer 869 und das Release Date steht auch noch drauf 2021. Genau, hier vorne ist noch zu sehen, wie viel Volumenprozente das Ganze hat. Und hinten steht noch schön drauf, Born and Bred in High Texas. Ich stehe auf die Sache. Aber hier ist natürlich ein Stückchen Vorschusslorbeeren vom Garrison Brothers Fanboy mit dabei. Aber ich möchte für euch diese Abfüllung hier absolut objektiv unter die Augen nehmen, so objektiv es mir in diesen Fällen nun immer möglich ist. Ein kleiner Schluck Wasser zwischendurch. Und dann lasst mich mal schauen, ob ich was vergessen habe. Was habe ich vergessen? Den Preis der Abfüllung. Wie, wenn du meine Videos verfolgst, dir klar sein sollte, ist Garrison Brothers keiner von den günstigen Whiskys, die man hier bei uns in Deutschland so bekommen kann. So auch der Guadeloupe nicht. Er wurde aufgerufen für 219 Euro in einer 750 Milliliter Flasche. Original, also offiziell verkauft natürlich als 700 Milliliter, da das die EU-Norm ist, aber da direkt aus den USA importiert. 750 Milliliter. Tja, 219 Euro, das ist eine Menge Geld für eine Flasche Whisky, ganz klar. Aber wenn man jetzt die Garrison Brothers Whisky miteinander vergleicht, reiht er sich da eher so im Mittelfeld der Abfüllungspreise ein. Bei den normalen, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, dann vielleicht auch gleich noch zur Verfügbarkeit. Stand heute ist er, wenn überhaupt, nur noch sehr, sehr knapp verfügbar. Ich wurde allerdings darüber informiert, dass es eine Nachlieferung geben soll, dass nochmal Flaschen des Guadeloupes zu uns nach Deutschland kommen werden. Einfach da so ein bisschen den Markt beobachten, einfach mal so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Und wenn du interessiert bist an dieser Abfüllung, könnte da auch noch was drin sein. Aber lasst mich zum Garrison Brothers Guadeloupe Fall 2021 kommen. Lasst mich euch zeigen, was ich hier im Glas habe. Garrison Brothers typisch, natürlich ein ungefilterter, ungefärbter, ohne Zusatzstoffe enthaltender Texas Straight Bourbon Whisky, den ich hier im Glas habe. Und wir haben hier wieder einen schönen, tief dunklen Braunton im Glas. Er zieht absolut schöne Legs an den Glasrändern. Er ist im Glas ölig und rund und weich. Und jetzt lasst mich, bevor ich euch schon so viel beschreibe, gleich auch noch zum Nosing kommen. Was er tatsächlich am Anfang nicht verbergen kann, was ich jetzt allerdings nicht als Manko anstreichen möchte, ist eine leichte, frische, alkoholische Note, die da ist. Also es ist keine alkoholische Note, aber diese frische, so eine leichte Minzigkeit, die raufkommt, die man in den Nasenhöhlen bemerken kann, die ist tatsächlich da. Dann habe ich eine süße Nussmischung in der Nase, richtig cremig, karamellig das Ganze. Und bei dieser Nussmischung, da dominiert eine ganz frische, auch so leicht süße Walnuss. Ich habe sie sicherlich von meinen Aromen her schon einmal in einem anderen Video beschrieben.
Zimt, Nougat-Noten. Ganz klar und nicht zu verbergen ist hier das Portwein-Finish, die Portwein-Note. Ich mag bei schottischem Whisky, bei Single Malt Whisky, Portnachreifungen oder vielleicht auch Portfass-Vollreifungen sehr gerne, wenn sie nicht aufgesetzt wirken. Die Gefahr bei amerikanischem Whisky ist meiner Meinung nach da sogar noch deutlich größer als bei Single Malt Whisky. Drum war ich sehr gespannt, was mich hier in der Flasche erwartet. Aber ich bin mit Wohlwollen auf die Flasche zugegangen. Ah, Wahnsinn. Ich liebe es. Dunkler Honig. Dunkles Schokotrüffelmus. Es ist ein voller, runder, ausfüllender Körper, den man hier auch schon in der Nase spürt. Es ist die Eichennote zu haben. Hier spürt man das frische amerikanische Fass. Hier riecht man das frische amerikanische Fass. Und ich meine sogar auch, dass so ein bisschen aus dem alten Tawny Port Fass noch mit auch Holzaromen nach drüben gewandert sind, hier in den Spirit. Sehr schön. Ich glaube, ich kann euch gar nicht alles, was mir dieser Whisky so vermittelt, rüberbringen. Ich habe hier auch Röstaromen da. Die Fruchtigkeit ist so eine Mischung aus frischen, spritzigen Johannisbeeren und aber auch gleichzeitig ganz reifen Pflaumen, einem so richtig süßen, dunkel eingekochten Pflaumenmus. Diese zwei fruchtigen Noten, die kämpfen so ein bisschen miteinander, sind beide da, sind gut miteinander vermischt. Sehr schön. Eine tolle Nase und ich habe ihn ja schon mehrmals probiert, auch im Tasting, direkt bei Mike's Whisky Handel in der American Whisky Akademie probiert, bei mir zu Hause probiert. Ich habe mich mit dieser Abfüllung auseinandergesetzt und ich kann euch nur sagen, hier ist richtig viel auch in der Nase noch versteckt. Hier ist Komplexität, hier ist Tiefe, hier schießen einen Aroma auf den ersten Atemzug in die Nase hinein. Allerdings offenbaren sich auch erst später, wenn man ihn länger stehen lässt, wenn man ihn genossen hat, wenn retronasale Aromen kommen, auch noch nach oben. Hier ist wirklich was, das man auf die Schnelle genießen kann und etwas, an dem man sich Stunden abarbeiten kann. Sehr schöne Nase. Nun aber nach einem weiteren kleinen Schluck Wasser möchte ich zur Verkostung für euch kommen von dieser diesjährig, vielleicht letzte oder vorletzte Abfüllung, die ich euch in 2021 von Garrison Brothers vorstellen kann. Cheers! Dieser Texas Straight Whisky ist eine wirklich fantastische Portwein-Nachreifung. Der Spirit von Garrison Brothers, der Whisky von Garrison Brothers, der hier nochmal ins Tawny Port gekommen ist, hat sich meiner Meinung nach geradezu vorzüglich geeignet, mit diesem Tawny Port zusammenzuarbeiten und die Aromen zusammenzubringen. Wir haben hier einen unheimlich weiten und schönen Körper. Wir haben eine tief dunkle Süße, schokoladige Noten, eine richtig kräftige, umfassende Schokoladennote. Die pflaumige Süße ist auch wieder da. Die 53,5 Volumenprozente sind dermaßen gut eingebunden,
Ich habe hier wieder ein ganz tolles Schokoladenmus da. Dieser Whisky hier hat Kraft, Wärme und Körper, wie ich ihn schon eine ganze Zeit lang wieder nicht mehr im Glas gehabt habe. Ihr merkt schon, ich komme ins Schwärmen, ich versuche mehr hier herauszubringen, aber ich bin einfach total begeistert. Das ist eine Abfüllung, die mich während der Verkostung zu Tränen rühren könnte. So möchte ich es mal sagen. Also wirklich ein Hochgenuss für jeden Texas Whisky Fan. Ich bin mir sicher, auch du, auch jemand von euch ist schon zu dieser Abfüllung gekommen, wenn du dir hier mein Video über die Abfüllung anschaust, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn du mir deine Eindrücke hier unten unter dem Video reinschreiben könntest, ob ihr das genauso seht, was ich hier für Eindrücke habe. Er bleibt lang im Mund liegen, er ist ölig, er ist cremig. Wir haben hier diese klassischen Vanille-Karamell-Aromen, die über den Whisky von Garrison Brothers transportiert werden. Und dann kommt ein wunderbar eingebundenes Portwein-Finish, das hier einfach wie die Faust aufs Auge, wie der Topf auf den Deckel, wie Arsch auf Toilette irgendwie passt. Wahnsinn! Also ich kann es euch gar nicht sagen. Da ist auch wie in der Nase, da sind tiefe, schöne Aromen da. Da entdeckt man immer wieder was Neues. Das ist wie ein Buch, das man aufschlägt und zu lesen beginnt, das umfassend zu bearbeiten ist, umfassenden Genuss ermöglicht, etwas, dem man sich richtig schön hingeben könnte. Und von daher, um noch einmal zurück zum Preis zu kommen, ist das für Liebhaber kein teurer Whisky. Das ist er wert. Also hier wurde etwas ganz, ganz Tolles gemacht. Und wenn du die Chance hast, hier an ein Sample zu kommen oder an eine Flasche zu kommen, wenn du dir das gönnen möchtest, wir sind ja jetzt hier auch in der Vorweihnachtszeit, dann ist das was ganz, ganz Besonderes, das auch wunderbar in diese Zeit passt, wunderbar in diese kalten Monate. Aber etwas für den besonderen Moment, etwas, das man auf jeden Fall genießen sollte, dem man sich hingeben sollte, dem man die Zeit lässt, mit dir zu sprechen. Ganz, ganz, ganz toll. Jetzt schaue ich noch ein kleines zweites Mal, ob da noch was für mich auf die Schnelle kommt. Und dann kommen wir zu einem schnellen, kurzen Fazit. Genau, der zweite Schluck. Noch weicher und runder, auskleidender, voluminös. Oh, so toll. Ist mir gerade noch eine der Erinnerungen in den Kopf gekommen. Ist so ein bisschen wie ganz frische amerikanische Pancakes mit einer ordentlichen Schicht Pflaumenmus obendrauf und einer flüssigen Karamellschicht, die da drüber gezogen ist oder so ein bisschen rein geträufelt. Und man ist das, was ich so da habe. Schöne schokoladige Noten, da sind auch so ein bisschen Mokka-Kaffee-Noten, die mit dabei sind. Ach, die Begeisterung, wenn ich den gerade so auf dem Gaumen hatte, ist geradezu überwältigend für mich. Wunderbar, ein sehr, sehr schöner Texas Straight Bourbon Whisky, den uns Garrison Brothers, den uns der Master Distiller Donis Todd hier wieder einmal zur Verfügung gestellt hat. Wunderbar, muss ich so sagen. So, ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ich nicht zu übertrieben über diese Abfüllung hier gesprochen habe, aber ich bin einfach ein Fan von diesen Texas-Abfüllungen und was Garrison Brothers hier stellenweise für uns auf den Markt bringt, ist einfach überwältigend gut, ganz toll, wunderbar, einfach was richtig, richtig Schönes, das mich und meine Geschmacksempfindungen komplett abholt.
Wie du gesehen hast, hatte ich wieder richtig viel Spaß hier beim Video. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuschauen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn es dir gefallen hat, wenn ich deiner Kaufentscheidung oder deiner Whisky-Entscheidung zum amerikanischen Whisky ein bisschen weiterhelfen konnte, dann sei doch so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Das ist für mich schön, da freue ich mich drüber und das ist auch für den Google-Algorithmus schön. Und wenn dir überhaupt meine Videos gefallen und mein Kanal und das, was ich hier an Arbeit in den Kanal reinstecke, dann sei doch auch so lieb und abonniere meinen Kanal. Ich hätte gern mehr. Ich würde gerne in diesem Jahr noch die 1000 Abonnenten schaffen. Sei ein Teil der Whisky Enjoy Community und lass mir ein Abonnement da. Kostet ja nichts. Gut. Schön. Dann komme ich jetzt zum Ende. Zum Whisky habe ich alles gesagt. Wir sehen uns am Whisky-Freitag, am Bourbon-Freitag bei Whisky Enjoy auch nächste Woche wieder. Und heute bleibt mir bloß noch zu sagen, hab einen schönen Tag, hab einen schönen Abend, hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!